Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Alf Leila war Leila tausend und eine Nacht. Diese Geschichten sind weltberühmt geworden. Jeder kennt sie, jeder hat von ihnen gehört. Es gibt Filme über die Geschichten aus tausend und einer Nacht. Es gibt Kurzfassungen, es gibt Bearbeitungen. Berühmte Autoren haben Anleihen bei diesen Geschichten genommen. Edgar Allan Poe, Borges, Joyce, Stevenson. Alle sie haben immer wieder auf Geschichten von Tausend und einer Nacht zurückgegriffen. Wie viele wirklich diese Geschichten im Original gelesen haben hier in Europa, beziehungsweise in Übersetzungen, das ist sehr fraglich. Und auch ich habe nicht alle von ihnen gelesen, aber zumindest denke ich, die berühmtesten und bekanntesten kenne ich. Die Geschichten aus Tausend und einer Nacht sind Erzählungen für Erwachsene, keine Märchen für Kinder, wie unsere Märchen der Gebrüder Grimm, die dann im 19. Jahrhundert gesammelt wurden und für ein sehr bürgerliches Publikum mit einem erzieherischen Programm gedacht waren. Die Geschichten aus Tausend und einer Nacht haben viele Märchenmotive. Sehr viele von ihnen sind erotischer Natur. Es gibt Gaunergeschichten unter ihnen. Einige haben eine etwas größere Moral und einige weniger oder scheinbar gar keine. Es sind Abenteuergeschichten darunter, auch sehr witzige Geschichten. Sie erzählen von sagenhaftem Reichtum und großer Armut, von wundersamen Tieren, von Schätzen, von Wunderdingen wie zauberhaften Lampen, von Reiseabenteuern und Monstern. Das Personal, das uns in diesen Geschichten begegnet, das sind reiche Kaufleute, Könige, Kaiser, Emire, Wesire, Kalifen, aber auch Bettler, Tunichtgute. Viele schöne Frauen tauchen darin auf, aber auch schöne junge Männer und böse Zauberinnen. Alles ist dabei, für jeden Geschmack ist irgendetwas dabei. Und das Ganze richtet sich an ein unspezifiziertes Publikum aus allen Schichten und allen Kulturkreisen. Um manche dieser Geschichten zu lesen oder zu hören, braucht man starke Nerven. Sie sind nichts für Zartbeseitete. Aber das sind ja viele unserer europäischen Märchen eigentlich auch nicht. Entstanden sind sie im ersten Jahrtausend nach der Zeitenwende. Und dann wurden sie bis in die Gegenwart eigentlich immer wieder ergänzt und umgeschrieben. Wir sind weit in die Neuzeit hinein und einige der bekanntesten Geschichten, wie die zum Beispiel von Ali Baba oder Sinbad dem Seefahrer oder Aladdin und der Wunderlampe, sind sehr, sehr spät entstanden und dann erst eigentlich in der Neuzeit ins Arabische rückübersetzt worden. Die Geschichten, die ältesten Geschichten stammen aus der Zeit, vielleicht um 500 nach, aus der vorislamischen Zeit. Sie stammen einige Motive oder einige Erzählungen auch aus Indien. Wir haben Motive in diesen Erzählungen, die aus dem griechischen Bereich kommen, aus dem römischen Bereich, aus dem ägyptischen Bereich. Es gibt Erzählungen, die aus dem jüdischen Bereich kommen. Und all diese Kulturen haben ihre Spuren in Tausend und einer Nacht hinterlassen. Und das macht sie auch so besonders. Sie wurden dann unter den Abbasiden im späten 8. Jahrhundert ins Arabische übertragen.
Sehr viele von ihnen waren im Original auf Persisch verfasst worden in der Sassanidenzeit, die eben bis zum Einbruch der Muslime im 7. Jahrhundert gedauert hat in diesem großen Bereich Orient. Erwähnt werden sie schon um 450 von einem Mann namens El-Massud und dann im 10. Jahrhundert von En-Nadim Hezar Afsane. Man weiß also, zu dieser Zeit haben diese Geschichten existiert. Und es gibt Fragmente, die sogar eben erhalten sind bis ins 9. nachchristliche Jahrhundert, sozusagen im Original. Ganz, ganz alte Geschichten, die aber dann im Lauf der Zeit immer wieder modernisiert wurden, nachgedichtet wurden und eben an den Zeitgeschmack angepasst wurden. Wir Europäer haben 1001 Nacht im Barock kennengelernt und dann im Rokoko vor allem. Dann wurden diese Geschichten in europäische Sprachen übersetzt und haben einen ganz großen Erfolg gehabt, vor allem dann im 19. Jahrhundert. Einer der ersten Übersetzer war ein Franzose, Antoine Galland. 1704 bis 1717 hat er diese 1001 Nacht in eine französische Fassung übersetzt und natürlich höfisiert auf den französischen Zeitgeschmack, auch sprachlich abgestimmt. Er hat Rekurs genommen auf eine alte arabische Handschrift, die so um 1415 entstanden ist. Und diese alte Handschrift wurde dann im 20. Jahrhundert noch einmal neu und kritisch herausgegeben von dem Islamwissenschaftler und Arabisten Muhsin Mahdi 1984. Es hat dann im 21. Jahrhundert eine ganz neue deutsche Übersetzung dieser Edition gegeben, 2004, von der Arabistin Claudia Ott. Claudia Ott hat dann auch übrigens 2010 eine unbekannte arabische Handschrift gefunden, die um 1600 entstanden ist und die alte Handschrift, die Galland benutzt hat, ergänzte. Sie hat zudem auch noch eine kleinere Ausgabe von orientalischen Geschichten gefunden, die 101 Nacht, die aus dem Bereich Maghreb und Andalusien kommen und im 13. Jahrhundert wohl entstanden sind. In meinem Bücherschrank steht die bekannteste, älteste Übersetzung ins Deutsche, die Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, von Gustav Weil. Und da steht diese 1001 Nacht seit vielen Jahrzehnten. Wie gesagt, ich habe es beide, es sind zwei Bände von dieser Dicke, nicht ganz gelesen, aber immer wieder darin herumgelesen, wenn ich es auch für meine Seminare brauchte. Das ganz große Problem ist die Übersetzung aus dem Arabischen. Wir haben diese Erzählung in einem vormodernen Arabisch überliefert bekommen, natürlich auch schriftlich, in Handschriften. Und in diesen Handschriften fehlt zum großen Teil die Interpunktion. Es gibt keine Großbuchstaben darin. Die Namen sind sprechend, was auch die Identifizierung von Personen oft erschwert. Und vor allem haben die Worte eine so große Bedeutungsvielfalt, dass sie eigentlich überhaupt nicht übersetzt werden können. Jeder von Ihnen kennt grob den Inhalt. Es gibt eine Rahmenerzählung um den König Schahriar, der auf einer Insel zwischen Indien und China lebt und sein Königreich hat. Und seine Frau war ihm untreu geworden, hat ihn mit einem schwarzen Sklaven betrogen und er hat sie daraufhin hinrichten lassen und geschworen, dass er jede Nacht eine Jungfrau zu sich holen werde, die er nach dieser Nacht dann töten lassen werde.
Und das beruht auf einer alten Tradition. Es gibt einen Hintergrund für diesen Brauch, wenn man so will. In der Scharia, laut der Scharia dürfen Jungfrauen nicht getötet werden, weil sie direkt auch in den Himmel kommen. Und das will man bei den Frauen, die man da töten will, natürlich auch unbedingt vermeiden. Und was machte man in dieser Tradition? Man verheiratete sie zwangsweise. Dann wurden sie in der Nacht vor der Hinrichtung vergewaltigt, aber eben als verheiratete Frauen. Und das galt dann nicht als Vergewaltigung. Am Morgen sprach man dann die Scheidung aus und dann ließ man diese Frauen hinrichten. Und wie ich gehört und gelesen habe, haben diese Traditionen sich bis in die jüngste Vergangenheit hineingerettet in manchen Gebieten, in abgeänderter Fassung. Aber das ist eine Tradition, die wohl doch noch in den Köpfen zumindest da ist und von der man weiß. Um den vielen Tötungen abzuhelfen, entschließt die Tochter des Wesirs, Scheherazade, Abhilfe zu schaffen. Und sie will das Morden beenden und sie bittet ihre Schwester, die heißt Din Harazada, ihr will sie Geschichten erzählen und diese Schwester soll immer wieder bitten, dass doch die Geschichte, die sie an einem Abend nicht ganz zu Ende führen kann, in einer Nacht am nächsten Tag weitergeführt werden soll. Und so geschieht es auch. Scheherazade kann so spannende Geschichten erzählen, dass der Schah auch immer wieder das Ende hören will und die Schwester bittet sie drum. Und so rettet sie sich von einer Nacht zur nächsten, bis sie auf diese Weise dem Schah drei Kinder geboren hat und dann eben auch Gnade vor seinen Augen erlangen wird und nicht mehr getötet. Und nicht getötet wird und damit ist der Bann gebrochen. Sie erzählt spannende Geschichten. Es sind historische Erzählungen dabei, die sehr häufig im späten 8. Jahrhundert spielen, zur Zeit eines ganz berühmten Schahs, nämlich Harun al-Rashid, eines Abbasiden-Kalifen. Der ist dann auch islamunkundigen Personen vertraut. Harun al-Rashid, das ist ein Name, den wir im Ohr haben. Es werden Anekdoten geschildert. Es gibt Märchen, Fantasy-Geschichten da drin, Liebesgeschichten, Tragödien, Komödien, Burlesken. Wir haben religiöse Legenden erzählt in ihnen, Fabeln. Wir haben auch viel lyrische Stellen, die in diesen Geschichten vorkommen und sie sehr poetisch auch beleben. Das Motto dieser Geschichten ist: Erzähle mir eine Geschichte, dann lasse ich dich leben. Und so geschieht das in vielen Geschichten, die Scheherazade erzählt, dass nämlich eine Person dann nochmal innerhalb einer Geschichte eine weitere Geschichte erzählt. Und so kommt es dann zu sogenannten Schachtelgeschichten. Wie gesagt, die Erzählungen aus Tausend und einer Nacht wurden in Europa im 18. und dann vor allem auch im 19. Jahrhundert bekannt. Und der Hintergrund ist, wir leben da in einer Zeit der Industrialisierung, in einer Zeit, in der die europäischen Länder mit der Kolonialisierung der außereuropäischen Länder beginnen, das imperialistische Zeitalter beginnt und in dieser Übermächtigung auch des Orients
rücken sich Ost und West näher, und zwar zum Teil eben durch Zwang. Man entwickelt ein wechselseitiges Interesse füreinander. Der Orient interessiert sich für den übermächtig werdenden Okzident. Man will mehr über die Europäer wissen. Und umgekehrt wollen die Europäer dann doch eben auch mehr über den Orient wissen, wenn sie auch sehr häufig in der Regel auf ihn herabschauen. Wir sind dann in der Zeit nach den Türkenkriegen. Die Türken stellen keine so große Gefahr mehr für das Abendland dar. Und man kann sich den angenehmeren Dingen des Lebens zuwenden, Dingen, die in dem libertinären Zeitalter der Aufklärung, in dem Zeitalter eines Casanova, auch die Europäer interessieren. Und das sind vor allem Dinge, die die Erotik betreffen. Der Harem wird wichtig, das Pascha-Dasein. Man zieht sich im Abendland à la Turk an, mit Hausmänteln, sogenannten Banyan. Die Türkerie wird beliebt in den reichen Haushältern durch Kleidung, Stoffe, durch Interieurs, durch das Porzellan. Und dann kommt im 19. Jahrhundert in Europa eine starke Welle der Verklemmtheit im Biedermeier, im viktorianischen Zeitalter. Alle Sexualität wird verdrängt, und wie das immer so ist bei einem Akt der Verdrängung, es entsteht eine Doppelmoral. Nach außen hin hat man eine weiße Weste und innen drin eine schwarze Seele, gerade was auch Sexualität betrifft. Man entwickelt Gewaltfantasien, und diese Gewaltfantasien, die eben sehr oft auch mit Bordellen und dann eben auch dem, was man sich als Harem imaginiert, zu tun hat. In dem Zusammenhang liest man gern dann die doch dezenter gehaltenen Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Es ist die Zeit, in der wir Europäer anfangen, Krimis zu schreiben, in der wir Geschichten aus der Unterwelt aufzeichnen, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Eugène Sue. Das sind Geschichten, in denen von sehr reichen Personen gehandelt wird und sehr armen, von Bettlern, Dieben und Prostituierten, von Menschen, die in großen Geldsorgen leben, und Menschen, die in Reichtum schwimmen. Und da passen auch diese Geschichten aus Tausend und einer Nacht dazu, weil man in diesen Geschichten eben über Nacht zu Reichtum kommen kann. Auf wundersame Art und Weise, sagenhaft reich kann man werden. So wie eben manche Kapitalisten im Zeitalter der Industrialisierung über Nacht auf einmal sagenhaft reich werden und aufsteigen. Jorge Luis Borges hat über die Geschichten aus Tausend und einer Nacht Folgendes gesagt: Man hat Lust, sich in Tausend und eine Nacht zu verlieren. Man weiß, dass man beim Betreten dieses Buches sein armseliges menschliches Los vergessen kann. Man kann in eine Welt treten, und diese Welt besteht aus vielen archetypischen Gestalten und aus Individuen. Ich will in einer der darauffolgenden Zeichensetzungen nochmal auf einige dieser Geschichten etwas ausführlicher eingehen. Ich werde vielleicht auch eine dieser Geschichten vorlesen in einer eigenen Zeichensetzungsvideo und möchte dann auch ein bisschen näher nochmal auf einzelne Motive dieser Geschichten eingehen. Für mich sind die Geschichten aus Tausend und einer Nacht eine fremdartige Lektüre. Ich bin eben ganz aufgewachsen mit den Märchen der Gebrüder Grimm und von Andersen, und die sind sehr viel kindlicher, sehr viel kindgerechter, die sind märchenhafter.
leichter zu lesen und sehr oft haben sie doch eben auch eine glückliche Lösung, während diese Geschichten mir einen Grauen erregt haben als Kind, wenn meine Mutter sie mir vorgelesen hat. Das war mir sehr, sehr fremd und auch die Personen, die da drin auftauchten, waren eben nicht wie Hänsel und Gretel, die ich sozusagen aus persönlicher Bekanntschaft in meiner Nachbarschaft, in meinen Nachbarschaftskindern kennengelernt hatte. Vielleicht schaut der eine oder andere von Ihnen doch einmal in Tausend und eine Nacht hinein und liest ein vielleicht etwas unbekannteres Märchen, eine unbekanntere Geschichte, die ich Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte.